So Leute, Zeit für ein Clankriegsvideo zu einem verlorenen Clankrieg. Leider Gottes gegen Sona Uno aus Spanien haben wir einen ja schlechten Clankrieg hingelegt. Ein sehr guter Clan, auch der Feeder eines spanischen Clans von einem großen spanischen YouTuber, Raycop oder so ähnlich heißt der. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr disziplinierter Clan, ziemlich gut organisiert und auch ganz klar auf Hybridangriffe fokussiert, auf Drei-Sterne-Taktiken, Anti-Drei-Sterne-Dörfer und so weiter. Also war eine harte Nuss, aber wir hätten es eigentlich locker schaffen sollen, denn wie ihr sehen könnt, ein Spieler von denen hat gar nicht angegriffen. Ja, sehr enttäuschend eigentlich von uns. Wie ihr seht, alles ziemlich identisch, 5 3-Sterne. Dann haben wir ein, zwei Sternangriff weniger. Wir haben deutlich dominiert, was also die Zerstörung angeht. Also hätten eigentlich wirklich das Ding nach Hause fahren sollen als Sieg, aber wie ihr sehen könnt hier, 3 liegen gelassen und ansonsten eigentlich alles Zweier. Und die letzten 5 alle auf 3, aber sowas kann man sich nicht erlauben, da einen Ein-Sterne-Angriff zu lassen. Naja, wir wollen nicht auf die Details eingehen. Das war sehr ärgerlich. Hat sich alles am Ende dann entschieden. Aber so ist es nun mal. Bei uns, Julius gedreiert, Haki gedreiert, MM gedreiert, Leonidas. Sogar die 1 haben sie gepackt. Und zwar hat deren Nummer 1, Ariana, auch bei mir fast 3 Sterne geschafft. Das Mädel ist 13 Jahre alt. Also größten Respekt an die Kleine. Was mache ich eigentlich? Auf jeden Fall. Der bum 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 bum. Etwas verwirrt. Gut, wir zeigen den Heroischsten, würde ich sagen. Wir haben jetzt uns die Karte angeschaut, wir haben die Statistik angeschaut, wir schauen uns den Heroischsten an. Das war auch relativ zum Schluss ein Angriff, den wir lange diskutiert haben. Ein Max-Attack mit Valkyren und dann einem Lalun-Teil. Und zwar ist die Idee, hier einen langen Weg bis zur Queen zu machen und dabei eben 2, vielleicht 3 Luftabwehren mitzunehmen. Ein weiter Funnel mit den Golems hier. Das hat auch gut geklappt, der ganze Anfang. Geduldig gewesen, der Laki hier hilft auch noch weiter beim Funnel. Dann kommt die Königin und kann jetzt, sie ist ja mehr oder weniger jetzt schon in diesem Korridor drin, kann eigentlich nur in eine Richtung gehen, nehme ich hin zum Elix-Lager. Dann kommt der Erdbeben und hier ist das Problem. Der Erdbeben macht diese Zelle auch noch auf. Und das war überhaupt nicht nötig. Haben wir bei der ganzen Besprechung auch total übersehen. Was man aufhaben will, ist ja diese Zelle, dass man zur Queen kommt und eben die 2, 3 LAs mitnimmt. Die Zelle war völlig irrelevant und dann werdet ihr sehen, was da gleich passiert. Leider Gottes, also Magier nimmt noch schön die Death da mit. Das war super hier und dann geht alles rein. Valkyren, König. Königin dahinter, alles wird geraged, geht schnell hier durch dieses erste Compartment. König zieht zum Feger und zieht dann in dieses, ja, in dieses Seitencompartment, wo er nicht wieder rauskommen wird. Und das ist das Problem. Der König, der die Königin töten sollte, erledigt seine Arbeit dann entsprechend nicht. Er ist dort gefangen, er wird dort irgendwie sich durchboxen und wird dann irgendwie sich um Trash-Gebäude kümmern. Die eigene Königin kann da nicht mehr viel ausrichten, hat die gezündet, hat dann zum Glück noch diese LA bekommen. Also wir haben sogar 3 LAs bekommen, aber das reicht einfach nicht. Eine Königin ist sowas von übermächtig. Level 21 Königin. Kommt dann von rechts mit dem Lavalunien-Teil, mit dem Lavalun-Teil. Aber er hat auch keinen Rage mehr. Ein Rage, also ein Wutzauber würde jetzt helfen. Eventuell noch, dass die Lava-Pops dann, Lava-Welpen hier, die gegnerische Queen unter Rage dann noch zerstören. Aber das findet nicht statt. Stattdessen, ja, kann die Queen hier jeden Lava-Welpen einen nach dem anderen von der Luft feuern. Und dann reicht es einfach nicht mehr aus. Jetzt ist auch schon eigentlich das Ding gelaufen. Leider Gottes, also wenn das nicht aufgewesen wäre, der König reingezogen wäre ins Zentrum, wäre die Königin hier drüber gesprungen und er hätte sie recht knapp, aber eigentlich mit der Fähigkeit des Kings hätte er sie ausschalten können. Insofern leider nicht geklappt. 78% Two-Star bei der gegnerischen Nummer 1. Jetzt schauen wir uns dann einfach
drei interessante 3-Sterne-Angriffe an. Die 11, 12 und 13. Dort fangen wir an mit Julius, der hier mit einem interessanten Walkürenangriff reingeht. Hat zwei Drachen dabei für den Queen Kill. So sollte man es machen. Nicht drei, wie ich das mal gemacht habe, sondern mit zwei und Wut. Das reicht völlig. Da kommen sie. Zwei Drachen gehen so ein bisschen rein und dann wird die Königin auf sie aufmerksam und dann werden sie direkt zu ihr hingezogen. Unter dem Einfluss des Wutzaubers, es reicht ein Hauch von denen und sie ist down. Tesla auch noch mitbekommen. Magieton werden sie wohl auch noch bekommen. Und dann kann er von unten hier seinen Shattered Go-Wall-Angriff machen. Golems tanken alles. Mauerbrecher können ungestört reingehen, machen schon mal die Zelle auf. Magier haben den Funnel schon richtig schön kreiert. Weiter Funnel. Und dann gehen die Helden rein. Sie haben gar keine andere Wahl, als da jetzt reinzugehen. Jumpspell ist schon down. Und da jetzt muss sich die Königin nur noch um den Drachen kümmern und den Loon. Und dann ist eigentlich freie Bahn. Also Govaho ist natürlich der Angriff. Wir haben ja die Hawks noch. 17 Hawks hat er noch dabei. Kriegt also jetzt hier so ein paar mögliche Doppelriesenbombenpositionen eliminiert. Dort wird die ausgelöste Riesenbombe. Eine weitere war ja schon hier unten. Insofern hat er sich nur noch mit zwei einzelnen Riesenbomben abzuärgern. Der X-Bow ist jetzt auch schon down. Leider kriegt er diesen gegnerischen Loon nicht mehr. Da kümmern sich jetzt seine kleinen Bogis drum, immerhin. Loon ist down. Mögliche Riesenbombe wird geheilt und mit einem Eilzauber versehen. Erster Angriff, insofern richtig gut überlegt das Ganze. Heilzauber hier bei den Tesla auch ganz wichtig und beim X-Bow. Und dann kommt er von der anderen Seite auch noch mit ein paar Hawks rein. Von zwei Seiten, da wird er eventuell noch eine Riesenbombe sein. Insofern wird nur eine Ladung Hawks dann da möglicherweise beeinträchtigt, aber es macht gar nichts. Umläuft die mögliche Riesenbombe sehr elegant und damit ist jetzt Cleanup Time. Schöner Angriff. Und die 3 Sterne für den Clan. Auch wieder ein bisschen über sich angegriffen als 15, die Nummer 13. Und hier nochmal die Armee. Also kein Poison Spell, sondern ein Eilzauber in diesem Fall genommen. Schauen wir uns an, was Gaylord Jan fabriziert hat hier in diesem Angriff. Ziemlich lustiger Angriff. Werdet ihr gleich sehen. Geht also mit einem Shattered Goho hier rein. Die beiden Golems tanken die ganze erste Death-Linie und den X-Bow. Das heißt, man kann richtig schön weiten Funnel kreieren mit den Magiern. Und so ein kleiner Hock hier noch auf die Kanone, wenn das schneller geht, ist auch gut. Dann überlebt der Golem auch länger. Das war, glaube ich, ein ganz gutes Investment. Außerdem kann er auch noch auf den Bogiturm eindreschen. Der eine Hawk auch ziemlich nice. Jumpspell geht schon down. Wie lange dieser Hawk überlebt, ich bin ganz beeindruckt. Der Hawk lockt dann auch noch die Clanburg jetzt. Poison natürlich down. Hilft hier auch sogar noch mit den paar Skellies. Kriegt eine Riesenbombe ausgelöst. Königin kümmert sich um die CB. König jumpt über die Mauer und kommt zur gegnerischen Königin. Level 20 Heroes machen natürlich auch was aus. Zwei Hawks hier links, ziemlich gut gemacht, weil die dann noch auf die Kanone gehen können, die getankt wurde von dem Golem. Und dann Surgical Hawk Deployment. Immer zwei, drei Hawks pro Death. Geht sozusagen Uhrzeigersinn von 2, 3 Uhr dann um die Base rum. Alles wird sich dann so mehr oder weniger im Zentrum wiederfinden. Was aber nicht geklappt hat hier mit seinem King, ist die gegnerische Queen auszuschalten. Da habe ich zu früh geredet. Das hat gar nicht geklappt. Er wurde vom gegnerischen König zuerst attackiert. Seine Königin versucht es jetzt, aber kriegt es nicht ganz hin. Die gegnerische Königin überlebt. Er hat zwei Heilzauber übrig und keine Death mehr. Das heißt, er heilt jetzt einfach nur noch mal die Hawks dort in der Nähe der Königin. Diese ist wiederum von den Golemites getankt, die auch noch im Heilzauber stehen. Das heißt, da ist sie richtig lange mit beschäftigt. Insofern können die Hawks einfach mal ganz entspannt in der direkten Nähe von der Königin hier die Gebäude kaputt machen. Und erst jetzt werden sie von der Königin dann beschossen, stehen aber im Heilzauber. Und ja, kümmern sich sozusagen ganz zum Schluss erst um die Königin. Sieht man auch nicht alle Tage, dass die Königin bei einem Hog-Attack von den Hogs getötet wird. Ihr habt es gesehen.
Diesen machen wir ganz zum Schluss, kein Problem. Und damit die drei Sterne. Letzter Angriff für dieses Recap ist von Haki. Und jetzt will ich doch noch mal eine Sache wissen. Hat Haki den im ersten Angriff bekommen oder nicht? Nein, es war ein Cleanup-Attack. Okay, ein Cleanup-Attack. Alles klar. Also, dann schauen wir uns den jetzt an. Als 10 die Nummer 11 angegriffen und hat hier einen Stoned Goho. Er hat drei Golems, zwei eigene und einen der CB, Max Golem in der CB. Und der Grund dafür ist eben, dass die Queen sehr, sehr mittig ist, dass dort viele Einzel-Death-Gebäude sind, die jetzt hier getankt werden müssen, damit die Helden auch bis zur Queen wirklich durchkommen. Schätze mal, er möchte hier eine Doppelriesenbombe auslösen. Und hat jetzt schon die erste Mauer durchbrochen, hat einen sehr, sehr schönen Jumpspell. Und jetzt erst kommt dann sein eigener, der CB-Golem und der König rein. Königin ist noch ein bisschen beschäftigt, kommt jetzt aber rein zu der ganzen Party hier und kümmert sich um den Drachen. Das geht recht flott. Riesenbombe ist ausgelöst, Skellyfalle ist ausgelöst, sehr effizient. Noch eine Riesenbombe ist ausgelöst. Insofern wenig Gefahr jetzt noch da für die Hogs, denn die gegnerische Königin ist auch schon down. Hogs kommen ein bisschen surgical hier rein, immer mit einem Tank Giant vorweg, denn dort, die Einzel-Death ist dort im Ring. Das heißt, die kann man effizient tanken mit einem Giant. Hat in diesem Fall richtig, richtig gut geklappt. Heilt aber schon schön hier platziert, wo die vielen Death-Gebäude so zusammenstanden. Und hat dann eine richtig große, zwei große Gruppen von Hogs. Wichtig, dass dieser Stone Attack eben da drei Golems hatte und eben, dass der Golem bis ins Zentrum reinkommt und die ganze Zeit aus dem Zentrum heraus tankt. Also hier die Max Golem Golemites sind immer noch da und haben hier richtig viel Arbeit geleistet. Ganz, ganz viel Damage aufgesogen und deswegen hat er so viele Hogs jetzt übrig. Cleanup Time, gegnerischen König noch schnell mal eben im Vorbeigehen kaputt gemacht. Zack. Seine Königin noch mit vollem Leben dabei, Level 19 Königin und dann recht effizient, recht flott diese Base geklärt und drei Sterne besorgt für den Clan. Leider hat es nicht gereicht, es war ein Drama zum Schluss. Jeder muss sich ein bisschen selber mal in sich gehen und sagen, was denn eigentlich schiefgelaufen ist und glaube, wir werden ein bisschen an unserer Angriffstaktik, Angriffsstrategie feilen müssen und eventuell mal ein paar neue Sachen ausprobieren. Aber das muss dann sein, machen wir auch, geht nicht anders. Wir haben einen Clankrieg gestartet. Der wird richtig interessant. TH9, TH9 Elite, ein japanischer War-Clan, der ungeschlagen ist bislang. Den gibt es auch noch nicht so lange, aber wir haben uns für diesen Clankrieg auf jeden Fall Unterstützung reingeholt in Form von Clashing Matty, also Clashing with Matt, YouTube-Kanal, kann man allen empfehlen. Richtig gute Fairplay, War-Clan, ja, War-Recaps und Strategien und so weiter. Jeder sollte da mal vorbeischauen. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf diesen Clan War. Es wird ziemlich schwer. Wir schauen mal meinen Gegner an, den ich mir jetzt hier so rausgesucht habe. Ich denke mal, dass die auch noch umbauen werden und dass sowas hier, so eine Anti-2-Star-Base, letztlich dann eine Anti-3-Star-Base sein wird. Sowas wie dies hier zum Beispiel. Tja. Das erfordert auf jeden Fall eine ganze Menge Planung und Überlegung, was so die beste Taktik ist. Wird auf jeden Fall ein interessanter, spannender Clankrieg und denke mal, dass wir dazu auch ein Video machen werden, denn gerade was so Angriffe gegen Anti-3-Star-Bases anbelangt, da fehlt es eigentlich im deutschen War-Clan-YouTube-Bereich. Diese Standard-Recaps gegen Anti-2-Star-Bases sind relativ langweilig, ich finde. Man muss sich mal mehr um die Anti-3-Star-Bases kümmern, wie man die bezwingen kann, und das werden wir hier versuchen. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao.